Der große Immobilienreset 2024. Aktuell musst du anfangen, alles nochmal neu zu denken, weil das Immobilienspiel in Deutschland hat sich massiv verändert. In diesem Video geht es darum, wie du jetzt so richtig Geld verdienen kannst. Das Investieren in Immobilien ist eine geniale Methode, um richtig Vermögen aufzubauen. Jeder smarte Immobilieninvestor weiß das, dass man durch das Hebeln von Fremdkapital und oder durch das Wählen des richtigen Einstiegszeitpunktes mit Immobilien das wahre Geld verdienen kann und es eine bestmögliche Möglichkeit ist, Vermögen aufzubauen. Dabei spielt es kaum eine Rolle, wenn man die guten Zeiten in einem Land vielleicht verpasst hat, solange man offen ist und die Vorteile verschiedener Länder zu kombinieren weiß. Durch günstige Mobilität und Kommunikationstechniken steht einem heute im Prinzip die ganze Welt offen. Und zwar so offen wie noch niemals zuvor. In einem Land blüht die Langzeitvermietung, im anderen die Kurzzeitvermietung und im dritten Land verdient man mit dem Thema Flip das ganz große Geld. Warum sollte man sich also auf ein Land beschränken und nicht endlich anfangen, so richtig groß zu denken? Und dazu lade ich dich herzlich ein. Ein Umstand, warum oft die Deutschen arm bleiben, während andere Länder so richtig absahen. Wir sind einfach oft zu wenig weltoffen. Das merke ich oft im täglichen Gespräch. Wir haben zu viele Vorbehalte und Vorurteile und ja, sind oft im Tendenz Schisser. Aber man kann sich ändern. Und ich bin sicherlich eines der besten Beispiele dafür. Meine beiden Eltern waren Beamte. Was soll ich sagen? Also ich bin von Haus aus sicherlich kein Unternehmer und ein risikoorientierter Investor, aber auch ich habe es geschafft, meinen Horizont zu erweitern und mich damit zu öffnen für das richtig große Geld. Und das macht wirklich Spaß. Der aktuelle Schlüssel zum wahren langfristigen Erfolg liegt in der Diversifikation und dass man die ganze Welt im Prinzip als seinen Spielplatz versteht. Und das nicht in verschiedenen Immobilienarten, sondern nur in einem Land, sondern durch das Investieren in verschiedenen Ländern. Dadurch geht erst so richtig die Post ab. Und auch der persönliche Freiheitsgrad kann mit dem internationalen Investieren in Immobilien optimiert werden. In diesem Video zeige ich euch, wie man durch kluge Investitionen in verschiedene Märkte viel versprechende Chancen nutzen kann, gerade auch in der Kombination mit dem eigenen Deutschlandsinvestment. Am Ende des Tages verdient der so richtig gut, der es versteht, sein Geld, sein Kapital smart einzusetzen. Mein Name ist Dr. Florian Roski und ich bin der Experte für nationale und internationale Immobilieninvestitionen. Aktuell liegt mein Fokus auf sichere und renditestarke Immobilieninvestitionen in Dubai und Nordzypern. Ich muss aber auch vorwegschieben, dass das nicht immer so bleiben muss. Sobald ich andere gute, interessante Länder und Investmentchancen identifiziere, werde ich euch sofort davon mitteilen und ich werde wie immer der Erste sein, der vor Ort investiert, werde meine Erfahrungen sammeln und wenn mir dieser Investitionsort dann als geeignet erscheint, werde ich euch herzlich einladen, mich auf einer Investorentour vor Ort zu begleiten, um selber Erfahrungen und Erkenntnisse zu sammeln, ob dieser Investitionsort etwas für euch ist. Dabei bin ich wie immer sehr, sehr kritisch und auch sehr, sehr selektiv. Deswegen habe ich oft nur wenig Orte im Angebot, weil viele Länder auch Probleme haben oder gar nicht als Investitionsstandorten in Frage kommen, weil entweder das Verhältnis zwischen Netto-Kaltmiete und Investitionssumme ungünstig ist oder weil Wachstumschancen wenig attraktiv sind oder weil es große politische Risiken gibt. Und all diese Dinge wollen wir ja nicht als Immobilieninvestor, vor allem nicht als Smarter, sondern wir wollen mit unseren Investitionen so richtig Spaß haben und natürlich auch Geld verdienen. Ja, Hintergrundinformation aktuell. Deutschland war jahrelang ein sicherer Hafen für Immobilieninvestoren, stabile Wirtschaft, steigende Mieten und niedrige Zinsen. Doch die Zeiten sind leider
vorbei. Daran musste ich mich auch selber schmerzlich gewöhnen. Mit steigenden Bauzinsen, einer stagnierenden Wirtschaft, steigender Arbeitslosigkeit, laufend neue ökologische Anforderungen an den Bau, steigende Mietregulatorik und immer mehr Mietern, die Wohngeld beziehen, wird es zunehmend schwieriger, profitabel zu investieren. Einkaufspreise, Betriebskosten und effektive Netto-Kaltmieten stehen aktuell in einem etwas weniger günstigen Verhältnis und natürlich mit einer aktuell kurzfristigen, doch eher negativen wirtschaftlichen Entwicklungsperspektive in Deutschland, was natürlich noch mehr Druck auf den Immobilienmarkt geben dürfte. Der einzige Sonnenschein am Himmel sind steigende nominale Mieten in Deutschland, aber ja auch maximal auf 5% nominal pro Jahr gedrosselt und eine Vergünstigung der Zinskondition. Das Ganze führt natürlich zu laufenden Absinken der Immobilienpreise, wobei langfristige Darlehensverträge ein schnelles, ruckartiges Anpassen wohl verhindert haben. Zudem sinkt die Anzahl an potenziellen Käufern am Markt, denn Rentner scheiden als Darlehensnehmer in der Regel aus, genauso wie Flüchtlinge wegen dem Aufenthaltsstatus und der oft eher unterdurchschnittlichen Löhne als logischerweise Neustarter in einer Gesellschaft ohne deutsche Sprachkenntnisse. Zudem verlassen natürlich auch immer mehr Fachkräfte und Vermögende das Land. Entsprechend wird die Anzahl an Nachfrager nach Wohneigentum kleiner, was bedeutet, dass man seine Immobilien in der Tendenz schlechter und schwerer verkaufen kann. Ein Aspekt, der von vielen Investoren oder Immobilienexperten oft ausgeblendet wird. Deutschland belegt vor der Schweiz einer der letzten Plätze beim Thema Wohneigentum. In der Schweiz ist aber der Sachverhalt auch eher der Vermögensteuer auf Wohnimmobilien geschuldet, warum Schweizer auch gerne mal ihr Eigenheim mit einem Dauerfremdkapitalbelastung parken. Das heißt, hier ist ein vernünftiger Vergleich kaum möglich, sodass man sagen kann, dass Deutschland auf dem absolut letzten Platz liegt, was die Wohneigentumsquote betrifft. Hier auch eine Statistik zum Thema Wohneigentum. Laut der Seite Wohnglück geht die Wohneigentumsquote in Deutschland sogar noch weiter zurück. Wir sind arm und werden ärmer, wenn man es einfach ausdrücken möchte. Was aber in Deutschland so richtig gut ist, aber auch eine Gefahr ist, sind die im Vergleich zu anderen Ländern günstigen Finanzierungskonditionen. Ich selber war noch nie in einem Land, wo es günstigere Zinsen gab als hier bei uns in Deutschland. Der Grund dafür ist aber auch einfach. Es liegt an der gesamtschuldnerischen Haftung. Das heißt, wenn du in Deutschland deinen Ratenkredit nicht bedient kannst, dann verlierst du in der Regel absolut alles und marschierst schnurstracks in die Insolvenz. Das ist in anderen Ländern oft nicht so. Da verlierst du oft nur die bereits geleisteten Zahlungen auf die Einheit und die Einheit selbst, aber dein Leben geht weiter. Das heißt, hier liegt in der Regel ein höheres Risiko beim Geldgeber als bei uns in Deutschland, wo das maximal mögliche Risiko bei dem liegt, der sich das Geld leiht. Solange halt der Zinssatz günstiger ist oder war als die Gesamtkapitalrendite der Einheit, hat es Sinn gemacht, mit Vollgas zu investieren. Andere Länder haben in der Regel auch einen wesentlich höheren Eigenkapitalanteil in der Immobilienfinanzierung als wir hier in Deutschland. Warum ist klar? Der Kapitalgeber hat ein höheres Finanzierungsrisiko oder ein höheres Finanzierungsausfallrisiko. Also hat er natürlich einen höheren Zinssatz und einen kleineren Fremdkapitalanteil, um sein Risiko zu begrenzen. Ganz anders sieht es aktuell in Märkten wie Dubai und Nordzypern aus. Beide Märkte haben in den letzten Jahren massiv in Infrastruktur und Wirtschaft investiert. Und das Wirtschaftswachstum sowie der Zuzug von internationalen Leistungsträgern und Vermögenden treiben die Immobilienpreise weiter nach oben. Nordzypern bietet nach wie vor günstige Einstiegspreise und profitiert von einer stabilen Nachfrage durch ausländische Investoren. Und hier wird auch der Unterschied ganz klar. Es geht darum, die Welt als internationalen Investitionsstandort zu verstehen und Märkte zu identifizieren, wo es bessere Konditionen aus Kaufpreis und Miete gibt und eine bessere Zukunftserwartung. Da wir heute in einer dynamischen Welt leben, ist das eben aktuell in Deutschland nicht mehr so. Und wer halt weiter in diesen Markt investiert, wird auf Rendite und Vermögenszuwachs verzichten müssen, obwohl er das Ganze ganz anders
haben könnte. Wenn du interessiert bist an überdurchschnittlichen Renditen und Vermögenszuwachs, bist du natürlich ganz herzlich eingeladen zu meinem neuen kostenfreien Webinar mit dem Titel Finanzielle Sicherheit durch globale Investments. Ein konkreter Leitfaden für unsichere Zeiten. Das High-Content-Webinar findet am Donnerstag, den 12.09.2024 um 19 Uhr statt. 90 Minuten volle Content-Power reduziert auf 50 Teilnehmer. Du kannst dich natürlich unter diesem Video jetzt zu meinem kostenlosen Webinar sofort anmelden. Ich persönlich freue mich, wenn du kommst. In Deutschland sehen wir momentan einen überdurchschnittlichen Rückgang der Nachfrage nach Immobilien. Hohe Zinsen auf Baufinanzierung und eine schwache Wirtschaft machen es schwer, positive Renditen zu erzielen. Viele Investoren sehen sich geradezu gezwungen, Projekte zu stoppen oder sogar ihre Immobilien zu verkaufen. Gerade wegen dem Rückgang im Neubaubereich haben die Baulandpreise richtig gelitten. Teilweise sind hier die Preise um bis zu 50% gefallen. Im Gegensatz dazu bieten Dubai und Nordzypern gerade attraktive Zyklen. In Dubai sehen wir einen positiven Immobilien-Lifecycle. Die Stadt wächst rasant. Die Nachfrage nach Wohn- und Gewerbeimmobilien ist hoch und die Regierung fördert Investitionen durch steuerliche Anreize und eine stabile rechtliche Struktur. Nordzypern wiederum ist ein aufstrebender Markt, der von seiner geopolitischen Lage und günstigen Investitionsbedingungen massiv profitiert. Hier haben Investoren noch die Möglichkeit, zu niedrigen Preisen einzusteigen und langfristig von einem positiven Wachstumszyklus zu profitieren. Langfristige Auswirkungen und Prognose. Langfristig wird Deutschland, wenn sich die Wirtschaftslage nicht erholt und die Zinsen weiterhin hoch bleiben, ein schwieriges Pflaster für Investoren bleiben. Entsprechend macht es einfach Sinn, hier seine Chips etwas umzuverteilen. Gerade in Anbetracht des angespannten deutschen Haushaltes ist hier mit weiteren Einschränkungen, Extrasteuern wie die Erhöhung der Grundsteuer bis hin zum Lastenausgleich oder Vermögensteuern zu rechnen. Denn am Ende sind wir, die Bürger und Steuerzahler, diejenigen, die die Zeche einer schlechten und unausgereiften Politik zu tragen haben. In Dubai hingegen deuten alle Prognosen auf ein kontinuierliches Wachstum hin, sowohl was die Bevölkerung als auch was den Immobiliensektor betrifft. Nordzypern könnte in den kommenden Jahren ein starkes Wachstum erleben, vor allem wenn es gelingt, die politische Stabilität weiter zu festigen, denn die Möglichkeit für schon 200 bis 300.000 Euro direkt am Meer zu leben, ist schon extrem verlockend und in kaum einem Land so günstig wie in Nordzypern zu haben. Aber natürlich ist in Dubai und in Nordzypern auch nicht alles perfekt. Deswegen diversifizieren wir und verteilen unsere Chips in mehrere Länder, um stabil aufgestellt zu sein und an jedem Positivtrend mitwirken zu können und bei Veränderungen in den einzelnen Ländern einfach da und dort ein paar Chips vom Tisch zu nehmen, mal Gewinne durch Verkauf zu realisieren und neu zu investieren. Genau das ist es, was einen smarten Investor ausmacht. Eine Diversifikation und Investment in diese Märkte bieten halt gute Möglichkeiten, das Risiko zu streuen und von diesen positiven Zyklen zu profitieren. Kommt der deutsche Markt zurück, kann man ja auch einfach wieder seinen Fokus verschieben. Aber warum aussitzen? Warum den Verlust mitnehmen? Denn Immobilien haben am Ende für einen Investor nur einen Primärzweck, sein Leben finanziell zu bereichern und ihm ein Leben aus passiven Einkommensquellen zu ermöglichen. Natürlich gibt es neben diesem Primärzweck auch Sekundärzwecke, aber aus Nächstenliebe investiert man definitiv nicht in Immobilien. Da kann man viel Besseres machen. Zusammenfassend kann also gesagt werden, wer jetzt sein Portfolio diversifiziert und in wachstumsstärke Märkte investiert, kann langfristig höhere Gewinne erzielen, als wenn er nur in einem einzigen Markt investieren würde. Zudem reduziert er sein Risiko eines Downsizings gewaltig. Sachverhalte, die für jeden Aktieninvestor gelebter Standard ist, aber für viele Immobilieninvestoren noch
Neuland. Hier also der Aufruf zum Handeln. Und wenn du mehr über die besten Investitionsmöglichkeiten der Welt erfahren möchtest, dann solltest du auf jeden Fall diesen Kanal abonnieren. Beste Grüße aus Nürnberg, dein Florian.